Kann man das an die Wand platzieren? Ja, kann man. Also geht's ihr mal oben rum. Ich schau mal hier lang. Ah, da rechts ist eine Kugel. Also wir haben schon mal drei im Blick. Und hier stand eine normale Höhle mit ein paar Vasen. Ah, so Meteorit. Schon. Die können wir nicht abbauen. Nee, Dämonit brauchen wir wahrscheinlich. Hier sind zwei weitere Kugeln, ganz nah. Ja, die sind echt nah. Oh, hier ist ein Herzkristall. Ich baue ihn ab und gebe ihn dir, Marcelo. Ja, komm, laufen wir weiter. Und eine Bumerang-Statue. Da ist noch einer. Okay, ich habe schon einen. Ah, okay. Ja, hier ist auch eine. Dann haben wir ja alle drei jetzt einen, oder? Ja, wer kriegt dann den, wo Marcelo jetzt hat? Oder halt dem, ja gut, also dein Nico, ja von mir ist nimm du, dann kriegt er dich wieder den nächsten. Ja. Das heißt, Marcelo hat jetzt 120, dann haben wir jeder 120 und eine neue Runde startet, oder wie? Ja. Okay. Und Nico hat jetzt 140. Noch nicht, aber jetzt. Cool. Endlich verrecke ich nicht so schnell. Das denkst du vielleicht. Wenn es in normalen Minecraft Grabsteine gäbe, dann wäre meine Welt voll. Brauchen wir Blink Root? Ja, viel okay. Night Owl Vision und so Zeug. Was ich bräuchte oder halt wollen würde. Wer? Wäre die Samen da aus dem Dschungel. Ach so, ja, für die Link Rüstung. Ja. Die heißt Heldenrüstung. So jeder von uns. Ich weiß. Schade, kann man sie nicht verschiedene Farben einfärben. Ich will sie nicht. Ideal gebaut, Nico! Wow! Fuck you! Oh oh, oh oh, oh oh! Boah, die gehen mir auf die Nerven. Ich brauch Licht. Ich komm nicht hoch. Wollen wir nicht weiter runter? Was nö, wir holen jetzt Bomben. Wir bräuchten ja TNT oder ähnliches. Habt ihr jetzt nein, rechts hier geguckt? Ja, da geht's, glaub nicht mehr weiter. Hier geht's doch nach unten weiter. Ja, aber wir haben ja kein TNT. Und wir wollen ja die Kugeln da absnacken. Ah, hier sind nur ganz viele Kugeln. Oder so. Ja, können wir ja später immer noch reinschauen. Also hier sind sau viele Kugeln, wir brauchen einfach nur genug TNT oder halt Bomben. Ja. Oh ja. Yeah. So geht los. Ach ja, stimmt, wir spielen ja in Normalmodus. Das heißt, Marcelo, da kannst du ja gerade Bomben mitbringen, wenn du schon kommst. Er hat aber kein Geld. Ja, toll, dann muss ich jetzt nach oben laufen. Ja, komm, wir geben beide Geld aus, Nico. Ja, klar. Ich hab schon wieder eine Coin, also ganz ehrlich, Nico, ich könnte jetzt ein Assi sein, wa? Warum? Ich habe den Magic Mirror. Ach so, ja, mach halt. Bring einfach meine Sachen mit, ich weiß ja, was ich hatte. Nico, geh mal runter und hol meine Sachen. Nein, ich geh ja eh wieder runter. Ich bin schon halb durch. Du kommst ja dann wieder. Wir begleiten dich hin. Die Spawn tun sie erst, wenn der Server down ist. Also bitte. Mein Internet stürzt ab. Bitte, den nächsten Magic Mirror hätte ich gern. Ja, von mir aus. Mir ist es. Der Bombentyp, Alter. Die sehen jetzt mich hochlaufen. Also könnt's von mir aus dann schon vor mir ein bisschen loslaufen. Ja, ich bin ja gerade noch am Bomben. Ich hab nur noch eine Bombe, ich hab nicht viel mehr Geld. Aber die Bomben sind halt sau teuer mit 5 Silber. Ich konnte mir gerade mal 4 kaufen, weil. Ich konnte eine kaufen, ich hab kein Geld mehr. Durch komm, das. Ich hab noch Geld. Durch das Killen von den Dings, von den Eatern, also von den Corruption-Viechern. Oh oh. Ah, bekommt man voll viel Geld. Ich hab eine Goldcoin und 26 Silber. Alter, ich hab voll das gute Apprentice-Schwert. Ich verkauf's mal gleich. Okay, ich habe jetzt 25 Bomben. Was? Ja, ich habe gerade ein Gold ausgegeben. Jetzt habe ich wieder 7 Silber, weil ich gerade meine Sachen verkauft habe. Also, ich werde mein komplettes Zeugs bis auf ein paar Tränke und so und meine Waffen ablegen nachher und meine Rüstung halt. Weil dann wahrscheinlich der Eater of Worlds kommt und wenn ich sterbe, dann will ich nicht so viel Zeugs verlieren und das so ein Drama ist. Also alle gut merken, wie viel wir hatten. Ja, Moment, dann kann ich ja jetzt im Prinzip außer die Rüstung dem, ich kann ja Bumerang ablegen, ich brauche ja eigentlich bloß, ich brauche auch keine Pickaxe da unten. Nö, nur deine Waffe.
Aber trotzdem, irgendwie könnt ihr meine Sachen nehmen, wegen. So gesehen weiß ich alles, was ich hatte. Ja, ich bin jetzt schon. Mich hasche gerade. Wir gehen ja eh wieder runter, wir wollen ja eh Kugeln sammeln. Bloß dann. Ich nehme eigentlich bloß drei Sachen mit. Ich nehme Tränke, meine Rüstung und meine Waffen mit Muni mit. So, wo haben wir denn den Fuzzi da? Also, ja. Schreib mir den Namen von meiner War Axe auf, weil die hat so einen super Effekt oder sowas. Meiner ist ganz normal, glaube ich. Hat deine auch einen Effekt, Nico? War Axe of the Night. Ja, nein, meine heißt so. Pointy War Axe of the Night, die hat so gesehen, könnte ich unsere War Axe tauschen, der nichts ausmachen. Ups. Ich werde verfolgt. Du wolltest ja nicht warten. So, ich könnte sogar ein Tier, ein Dynamit kaufen, aber ich kaufe eher Bomben. Dynamit macht voll viel. Ich weiß, aber das ich lasse dann auch mit Magic Mirror da. Mit TNT könnten wir eigentlich gleich Meteorit abbauen. So, ich habe 26 Bomben. Moment, wie viel Geld habe ich denn jetzt? Mein Geld lege ich noch ab. Oh, oh, das war mein Gold, das ich mitgenommen habe. Ups. Egal. Egal. Sammle ich eh wieder. Pleite. Ich nicht. So, dann. Ah, cool. Ich habe 8 vollen Stars. Also ich nehme jetzt 1000 Kugeln mit für die Moment, Waffe. War das überhaupt mein Dings? Ja, ich glaube schon. Ja, das war mein Zimmer. Ja, das hier ist schon meine Reihe hier. Mein Cheat-Zimmer. Sollen wir vielleicht nicht mal das Zimmer oben rechts fertig bauen? Nein. Ja, egal. Kugeln sind wichtiger. Steven, komm los. Ich nehme noch was zum Bauen mit. Und dann kann ich die Fackeln eigentlich ablegen. Ich nehme vielleicht 3 Stück mit. Tränke lege ich viele weg. Bomben, dann meine Pickaxe, mein Hammer. Ah, mein Hammer muss ich ja mitnehmen. Ist eh nur der Bodenhammer. Ich hab so einen komischen Ironhammer. Dann nehme ich mein Speer nicht mit, meine War Axe, mein Flintlock Pistol, was zum Bauen. Und dann meine Musket Balls. Okay, ich habe jetzt meine War Axe dabei, meine. Moment. Okay, normale War Axe of the Night, normale Flintlock Pistol, Dirt Stone, Bomben 26, Strong Wooden Hammer, 3 Fackeln, ein Healing Potion, 3 Lesser Healing Potion und. Ich hatte eine verkackte Muskete, dann hatte ich meine normale Pistole, hatte ich einmal 170 Munition und dann nochmal 200, zweimal 250 Munition für die Pistole, normale. Mhm. Dann hatte ich Iron, ich glaube es war Iron oder was es auch war das halt Hammer, Gold Spitzhacke, halt diese komischen War Axe. Dann hatte ich noch Silberschuhe, sonst nur Iron Zeug. Ach stimmt, ich hätte ja meinen Fishbowl ablegen können, egal. Auf jeden Fall, ich habe halt noch Dings, 465 Musketball. Ich habe 937 dabei. Okay. Keine Munition verschwenden. Und ja, echt mal. Und Marcello nimmt sich das Geld. Ja, doch, das war das schon. Wir laufen da ernsthaft kalt dran. Wow, 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 wow. Steven, mach doch was. Ich wollte auf die Waffe wechseln. Boah, Marcello ist mutig ohne Zeug. Ach, Marcello nicht so weit runter, wir müssen dich beschützen, du willst doch nicht wieder sterben. Einer vor dir, einer hinter dir.